Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Ich denke, viele Leute könnten noch einiges darüber lernen. Denn im Leben hat man niemals ausgelernt. Wenn wir nichts lernen, werden wir nicht in der Lage sein, ein erfolgreiches Leben zu führen. Viele von uns, während sie älter werden, bei vielen von uns kommt dieser eine Wunsch auf. Der Wunsch zu heiraten. Und man sagt sich, eines Tages werde ich heiraten. Und eines Tages werde ich dieses tun. Ein Mädchen wird wohl sagen, eines Tages werde ich meinen Traummann heiraten. Und der Junge wird sagen, eines Tages heirate ich die Frau meiner Träume. Und das wird geschehen. Und die Person wird so sein. Doch wir müssen wissen, dass dieser Gedanke gezügelt sein muss. Wir müssen sehr sorgsam darüber nachdenken, welchen Typ Person wir heiraten möchten. Der Punkt ist nämlich, diese Entscheidung wird den Rest unseres Lebens bestimmen. Ob wir ein gestresstes Leben führen werden oder ein harmonisches. Entscheidungen in Bezug auf die Heirat sind wohl die bedeutendsten Entscheidungen, die man treffen kann. Für uns ist sehr wichtig zu wissen, was uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über diese Entscheidung gelehrt hat. Erstens sagte er sallallahu alaihi wasallam folgendes: Eine Frau kann aus vier Gründen geheiratet werden. Wegen ihres Vermögens, wegen ihrer Stellung in der Gesellschaft, wegen ihrer Schönheit und wegen ihres Glaubens. Mit anderen Worten, einige Leute denken, sie kommt aus einer wohlhabenden Familie, ich sollte sie heiraten. Andere wiederum sind von ihrem gesellschaftlichen Rang beeindruckt. Einige von ihrer Schönheit und einige von ihrem Iman. Einige Menschen ist der Glaube und Charakter einer Person sehr, sehr wichtig. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, ihr sollt erfolgreich sein, wenn ihr jene auswählt, die Iman hat. In einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand zu euch kommt, der um die Hand eurer Tochter anhält, mit dessen Dien und Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet mit ihm. Denn wenn ihr es nicht tut, wird Fitna und großes Verderben auf der Erde entstehen. Was bedeutet Fitna? Fitna bedeutet Korruption auf Erden. Sprich Probleme, ein Durcheinander, Schwierigkeiten, Katastrophen. So viele Dinge können geschehen. Und siehe da, heute sehen wir viel Fitna und Fassad. Ein bekannter Prediger sagte einmal, wenn die Ehe teuer und schwierig wird, dann wird der Senat billig und leicht. Und was sehen wir heute in unseren Gesellschaften? Senat, wo man hinsieht. Das ist die Lehre von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sollen Heiratsanträge nicht grundlos ablehnen. Menschen werden nur wegen Kleinigkeiten abgelehnt. Und die Tochter muss deswegen leiden. Und der Sohn muss deswegen leiden. Einen geeigneten Partner zum Heiraten zu finden, ist wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Zumindest nahezu schwierig ist es. Für eine Menge von uns. Aber das ist sehr riskant. Weil wir manchmal einen Grashalm genommen haben und dachten, es sei die Nadel. Und gleichermaßen denken wir, wir hätten einen guten Mann ausgesucht oder eine gute Frau. Aber es stellt sich später heraus, dass sie doch nicht so gut waren. Deswegen ist für uns wichtig, sobald wir die Entscheidung gefällt haben, sollte für jeden von uns das wichtigste Ziel im Leben sein, unseren Schöpfer zufriedenzustellen. Wir müssen uns dessen stets bewusst sein. Wenn dies der Fall ist, werden wir in der Lage sein, ein glückliches Leben zu führen. Wenn mein Hauptziel darin besteht, meinen Schöpfer zufriedenzustellen, lehrt mich meine Religion, die beste Person zu sein, der beste Ehemann zu sein, die beste Ehefrau zu sein und einen guten Charakter zu besitzen und das beste Benehmen zu haben, früh am Morgen aufzustehen und spät nachts zu lesen, sicherzustellen, dass ich gebetet habe, darauf zu achten, dass ich meine Pflichten erfüllt habe, meinem Schöpfer gegenüber, genauso wie meine Pflichten gegenüber meiner Familie. All das ist ein Teil meines Glaubens. Und dazu gehört zu erfüllen, was der Allmächtige befohlen hat. Und aus diesem Grunde, wenn wir jemanden hernehmen, der Charakter besitzt und ein gutes Benehmen, so jemand verhält sich gut. Wenn er etwas sagen möchte, wählt er die beste Art und Weise und verwendet die schönsten Worte. Und du wirst mit ihm oder mit ihr ein glücklicheres Leben führen.
ein glücklicheres Leben führen als mit jemandem, den du aus anderen Gründen geheiratet hast, der keinen Iman hat, keinen Charakter und kein Benehmen. Es gab Fälle, wo jemand seine Frau im Nachtclub auswählte. Und genau dort wurde er von ihr verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das war nicht der korrekte Weg, um die Ehefrau zu finden. Stattdessen sollen wir jemanden vorgestellt werden, mit dem größten Maß an Würde und Respekt. Warum spornt der Islam uns zur Vermittlung an? Damit das Mädchen vor Verleumdungen beschützt wird. Vor der Blauäugigkeit zu glauben, dass sie jemanden liebt. Und davor ausgenutzt und missbraucht zu werden. Wenn du jemanden hinter dem Rücken der Eltern kennenlernst und so eine Beziehung anknüpfst, wirst du von Schmetterling im Bauch geblendet. Wir wissen, dass selbst im Westen gesagt wird, Liebe macht blind. Was bedeutet, dass du nichts verstehen wirst, weil es Liebe ist. Sie werden dich mit ihren Geschenken überhäufen, mit schönen Worten, und sie werden dir nur das zeigen, was sie dir zeigen möchten. Und in weiterer Folge, was wird passieren? Wir denken, das ist die eine richtige Person für mich. Wir haben nicht mit ihr zusammengelebt, wir kennen nicht einmal ihre Familie, wir wissen nicht, was ihre Familie über sie selber denkt. Wir wissen nicht, was ihre Freunde über sie denken. Und das ist der Grund, warum der Kontakt falsch war. Da wir bislang die ganze Person nicht begriffen haben, aber wir sind schon so sehr in diese Person verliebt. Wir können es kaum erwarten, sie zu heiraten. Und wir möchten es überstürzen, wir üben Druck auf unsere Eltern aus. Und wir finden uns mit einer Person in der Ehe wieder, wo wir es bald bereuen werden. Das ist nicht die Person, die ich geheiratet habe. Das ist nicht die Person, die ich wollte. Doch, genau das ist dieselbe Person. Aber sie hat das vor dir verborgen, was sie dir nicht zeigen wollte, bevor du sie geheiratet hast. Denn sie wollte, dass du sie in diesem Lichte siehst. Und nun ist alles zu spät. Du bist in die Falle getappt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor beschützen. Jeder von uns hat einen Ausweg. Aber lasst uns die Fehler nicht wiederholen und lasst uns nicht auf diesem Irrweg weitergehen. Deswegen wurde uns beigebracht, dass die Vermittlung mit Respekt geschehen soll. Und wenn sie mit Respekt erfolgt, sollen die Eltern davon wissen. Und sie sollen sich vergewissern, indem sie uns den rechten Weg weisen. Bevor man sich Hals über Kopf in jemanden verliebt, soll man seinen Charakter und sein Benehmen kennenlernen. Und man muss einige Dinge besprochen haben, die man ablehnen könnte, noch bevor du verletzt werden kannst. Noch bevor du das Gefühl bekommst, oh, ich habe so viel verloren. Diese Person hasst mich, weil sie mich nicht möchte. Wir wollen dieses Verhalten nicht. Aus diesem Grunde beschützen wir insbesondere die Mädchen von Anfang an. Ich weiß, dass die Welt alle Freiheiten predigt. Manchmal hat das Wort Freiheit uns zutiefst deprimiert. Und wir begreifen es nicht. Manchmal wird das Wort Freiheit genau dazu benutzt, dich zu versklaven. Aber wir begreifen es nicht. Deswegen müssen wir wissen, welche Entscheidungen wir bei der Auswahl der Person treffen, die wir heiraten möchten. Und hast du einmal die richtige Person gefunden? Stell dir die Frage. Stell dir die Frage noch vor der Hochzeit. Wird diese Person die passende Mutter meiner Kinder sein? Wird diese Person der richtige Vater meiner Kinder sein? Wird sie ein Vorbild sein? Wird sie mir helfen, den geraden Weg zu gehen? Wenn das der Fall ist, wird sie in einer respektvollen Weise mit mir sprechen. Sie wird mich überzeugen. Sie wird mich ehren. Was auch immer ich zu sagen habe, wird mit Würde angehört werden. Wenn sie mich ausbessern sollte, wird sie es liebevoll machen. Sie wird mir mit Güte begegnen und höflich auf den rechten Weg führen. Wenn sie mit mir spazieren geht, wird sie mich nicht in aller Öffentlichkeit beleidigen. Sie wird eine Person sein, die versuchen wird, Dinge mit meinen Augen zu sehen. Und wenn sie mich ausbessern muss, wird sie es auf eine angenehme Weise tun, sodass die Kritik leicht zu verdauen ist. Aber wir müssen ebenso begreifen, dass zwischen Ehemann und Ehefrau Shaitan oftmals dazwischen funkt und versucht, sie auseinanderzubringen. Vielleicht sind wir nicht aufmerksam einander gegenüber. Wir leben jeden Tag zusammen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Und ich bin derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Gleiches gilt aber auch für die Frau. Jene, die am besten zu ihrem Ehemann und ihrer Familie ist. Wenn dein Ehemann oder deine Ehefrau oder deine Angehörigen bezeugen können,
dass du eine sehr gute Person bist, dann bist du wahrlich gut. Denn du verbringst mit ihnen jeden Tag. Welchen Wert hat es, wenn deine Nachbarn, Kollegen oder Bekannte denken, du wärst eine vorbildhafte Person? Wenn sie denken, dass du reizend bist. Das kommt daher, dass du mit einem Lächeln zur Arbeit gehst. Du wirst schließlich dafür bezahlt, freundlich zu sein. Du arbeitest fleißig und bist höflich zum Chef, weil es dein Job ist. Einige Ehefrauen würden ihrem Ehemann Geld geben, nur um ihn so fröhlich und freundlich zu sehen. Weil wir oftmals erschöpft nach Hause kommen, die Jacke über den Stuhl werfen, wir lassen uns auf das Sofa fallen und glotzen, was in der Welt da draußen geschieht. Auf ihre Fragen antworten wir mit, ja, okay, gut. Wir bringen keinen einzigen vernünftigen Satz heraus, geschweige denn sind wir in der Lage, eine interessante Konversation zu führen. Solch ein Verhalten legen wir manchmal an den Tag. Wir haben keinen blassen Schimmer, worüber sie eben gesprochen hat. Doch, wenn jemand aus dem Büro anruft, sind wir plötzlich wie ausgewechselt. Wir hören voll konzentriert zu. Was soll das? Ist das nicht scheinheilig? Haben wir etwa nicht verstanden, dass wir nur deshalb zur Arbeit fahren, damit wir unser Leben mit unserer Ehefrau und den Kindern leben können? Wir heiraten nicht, damit wir uns der Karriere besser widmen können. Leute haben die Spielregeln vertauscht. Und wenn deine Arbeit mit deiner Ehe kollidiert, lass lieber die Arbeit sein und nicht die Ehe. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Denn wenn bei uns die Arbeit an erster Stelle steht, werden wir jede Ehe zerstören. Niemand möchte eine Person heiraten, die mit ihrer Arbeit verheiratet ist. Worauf ich hinaus will ist, einige Menschen setzen ihre Prioritäten falsch. Und so kommen bei ihnen Dinge an erster Stelle, die niemals so wichtig sein dürften. Und viel Wichtigeres wird bei ihnen nachrangig. Und so werden Kinder vernachlässigt, Ehefrauen werden vernachlässigt und auch Ehemänner kommen zu kurz. Wir sprechen mit ihnen viel schroffer als mit anderen Menschen. In der Arbeit haben wir die Nerven, mit jedermann höflich zu sprechen. Aber kaum zu Hause angekommen, setzen wir ein grimmiges Gesicht auf und unsere Angehörigen gehen uns aus dem Weg. Niemand möchte sich mit uns unterhalten. Bei Tisch haben wir einen finsteren Blick und blicken alle mit Strenge an. Aber bei der Arbeit bedanken wir uns sogar bei der Vorzimmerdame höflich. Danke, wie nett von dir. Warum sagst du das nicht zu deiner eigenen Frau? Danke, wie nett von dir. Die Beispiele sind endlos. Aber der Punkt ist, wir müssen uns Mühe geben und versuchen, unsere Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Beziehungen müssen gehegt werden. Sie entstehen nicht einfach aus heiterem Himmel. Eine Beziehung ist wie eine Zimmerpflanze. Je mehr du sie hegst und pflegst, desto besser wird sie gedeihen. Und du musst wissen, genauso wie du dich um deine Pflanze kümmern musst, musst du auch deine Beziehung bei Laune halten. Von Zeit zu Zeit kann eine rote Rose Wunder wirken. Du weißt ja, es gibt Menschen, die Pralinen und Geschenke kaufen, für jemanden, mit dem sie nicht verwandt sind. Aber ihren eigenen Familienmitgliedern haben sie nicht einmal eine einzelne Rose geschenkt. Kein kleines Geschenk, keine nette Überraschung. Warum? Das ist der Punkt, an dem die Beziehung auseinanderbricht. In der Zeit von Fernsehen und Internet, wo Menschen das Leben anderer beobachten können und sie sehen, wie glücklich die anderen zu sein scheinen und wir neigen dazu, unser Leben mit ihrem zu vergleichen. Es ist falsch, das zu tun. In Wirklichkeit ist es katastrophal, deine Ehe mit der Ehe eines anderen zu vergleichen. Denn jemand anderer könnte auf dich glücklich werden. Aber du kennst nicht die Gesamtsituation. Aber Menschen vergleichen nun einmal. Und wenn sie sehen, wie andere leben, könnten sie ebenso mehr wollen. Deswegen muss ich mein Bestes geben, um eine solch solide Beziehung aufzubauen, dass mein Ehepartner offen mit mir sprechen kann. Respektvoll, aber offen. Zu hören, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat, sollte uns nicht beleidigen. Im Gegenteil. Einige Männer denken, dass Männer nicht ausgebessert werden sollen. Und einige Frauen denken dasselbe. Doch wir sind Ehemann und Ehefrau. Wir sollten die nächsten Menschen sein. Aber wir sind nicht in der Lage, offen zu kommunizieren. Wenn das der Fall ist, liegt man komplett falsch. Dann hat man einen Ehemann, der einen einschüchtert und nicht aufhört einzuschüchtern. Er sagt zu seiner Frau, wenn du mir dieses sagst, werde ich dies und das tun. Welche Art von Beziehung kann man da erwarten? Die Frau hat das Recht, Dinge anzusprechen.
Du musst darüber nachdenken. Sie ist die Person, die dir am nächsten steht. Und sie sagt dir, dass sie etwas Aufmerksamkeit benötigt. Und wenn sie das wirklich denkt, dann wird sie wohl mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und vielleicht solltest du sie mehr in deine Gedanken einbeziehen und sie von deinen Ideen überzeugen. Denn nur Befehle auszusprechen, ist der falsche Weg. Ich habe keine Zeit, um mit dir zu diskutieren. Und am Wochenende sitzen wir nur mit unseren Freunden. Warum hast du dann geheiratet? Du hast eine Frau. Du hast Kinder. Sie sind die ersten Freunde. Das ist der intimste Kreis. Wenn du nicht bereit bist, mit ihnen Zeit zu verbringen, wie willst du dann erwarten, dass deine Ehe funktioniert? Wir müssen uns gewissenhaft Gedanken machen über diese schöne Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau.